So, und wir machen gleich weiter hier im Stahlberg. Ja, wir sind schon auf Ebene 3 von Ebene 6. Ne, 9 gab es, habe ich ja vorgelesen aus dem geilen Spielberater. Das heißt, wir haben noch ein Stück vor uns. Und da sind Zigzags und Habitak. Unsere Feinde. Und sie rücken alle vor. Und sie sterben sie alle nacheinander. Schulunior. Jupp, Georok, Brock. Fixierter Tank und Items sind schon nützlich. Mist, eine Sackgasse. Habitak, schon wieder. Okay. Oh Gott. Oh, danke, Pikachu. Das hätte schon übel für uns ausgehen können, hätte es nochmal einen Schnabel benutzt. Nope, falsch. Ich finde das mit Start irgendwie doof. Pam. So. Wir haben zwar einen Belebersamen, aber deswegen wäre es nicht so schlimm, wenn wir mal sterben, aber beim Boss würde ich den noch gerne besitzen. Ah. Ich bin immer noch ein wenig krank. Wir sind nichtsahnend in dieses Habitat reingerannt. Es hätte uns annihilaten können, aber nein. Hat es nicht. Yay, wir sind Level 10. 4 KP, 3 Angriffe. Oh, 3 Angriffe gleich. Mann, das ist ziemlich viel. Hm, was stand da noch mit Liste? Stand noch irgendwas? Anderes? Einstellungen? Nee, wir konnten doch Text bekommen. Weg von hier. Ach ja, die Taktiken. Stimmt, das... Nee. Okay, wir können das bei uns nicht machen, weil wir der Anführer sind, aber... Wir können hier, Taktiken einstellen. Zurzeit haben wir sind ein Team eingestellt, das heißt, wir bleiben immer zusammen. Also ich und der Partner läuft mit sozusagen immer hinterher. Dem Gegner hinterher, wie es da steht, wird er auf Gegner zugehen. Den ersten Treffer meiden. Okay, das klingt eigentlich gar nicht schlecht. Weg von hier. Ja, okay, weg von hier, dann rennt's einfach weg. Das finde ich ziemlich sinnfrei. Und noch sinnfreier ist, dass wir einfach hier in die Gegner ständig reinrennen. Was später noch fatal werden könnte. Oh Gott. Bam! Ja, geil, daneben. Turbodreher. Das war ein Effekt, ne? Das ist Game Boy Advance Grafik vom Feinsten. Scheiße. Pikachu, du könntest gerne mal einen Ruckzuck-Keep sausen lassen, ne? Oder ich stell dich einfach mal vorne. Ich unterstütze dich aus der Ferne mit Georok. Hey, da noch Schock. Schön. Und Pikachu. Wir erreichen Level 10, Pikachu schon Level 12. Angriff, Verteidigung. Yeah, Spezialangriff, okay. Suchst du gerade einen Boden-Pokémon mit deinen komischen Attacken da anzugreifen? Ich weiß nicht, ob das so schlau ist. Attacken. Eigentlich nur Ruckzuck-Hieb AP. Warum hat er dann Ruckzuck-Hieb vorne gemacht? So, wir heilen uns mal ein bisschen hier. Habitak, mein größter Feind. Pam. Bam, stirb. So, wir heilen uns nochmal ein bisschen hoch. Stulunio, ein weiterer meiner größten Feinde. Bam, einfache One-Hit. So, ne, komm, wir gehen weiter. So, Stahlberg E5. Was gibt's noch für E5? Oh, hier gibt's ähnliche neue Pokémon. Ich habe hier schon eine schöne Übersicht, wann hier welche Pokémon neu kommen. Ja, Kleinstein! Das klassische Kleinstein. Das ist ein One-Hit von unserem Fußkick. Finde ich gut. Hatten wir eigentlich inzwischen schon mal eine andere Attacke als Fußkick bekommen? Könnt jetzt nachgucken, hier hinten ist ein Pokédex, wann wir eine neue Attacke lernen. Problem ist nur, dass uns irgendwann eine zwei Fußkicks haben wir noch. Fußkick AP werden uns ausgehen. Und das wäre dann beim Boss scheiße. Wir sind schon E6 und ihr seht, das Design hat sich geändert. Und hier gibt es einen Gummibonbon. Gummibonbons sind ganz cool, die füllen den Magen auf. Nicht so viel. Aber das ist auch gar nicht der Sinn, denn... Diese Gummibonbons erhöhen den IQ.
Ja, das hört sich dämlich an, ist aber so. Deswegen essen wir den gleich mal. So, wir haben jetzt schon eine neue IQ-Fähigkeit bekommen. Die erste kriegt man immer relativ schnell. Die nächsten dauern ziemlich lange dann. Das Pokémon wird keine Link-Attacken einsetzen, wenn deine Verbindung kurz vor der Auflösung steht. Es wird auch keine Attacken einsetzen, deren AP verbraucht sind. Sinnfrei, ich glaube, die machen das sowieso nicht. Abgesehen davon, dass ich nie Link-Attacken verwende, aber ich glaube, es wird auch nicht ab. Ich habe noch nie gesehen, dass in einem Mystery Dungeon spielen Pokémon-Attacken eingesetzt. Das hat der geilen Tanja und ich habe keinen Fußkick mehr. Verdammt. Das macht auch nichts. Guck, wir haben. Wir wollen den Fußkick einsetzen, das hat keine AP und es passiert nichts. Also. Ich weiß nicht. Der AP-Prüfer ist irgendwie dumm. Oh, nein, da oben ist noch Geld. Und fängt der Klein an. Die beste IQ-Fähigkeit ist richtig genial, muss ich sagen. Es gibt dazwischen schon noch ein paar gute. Aber die letzte ist richtig geil. Wir bräuchten die halt aber auch auf beiden Mitgliedern. Das bringt sie nicht ganz so viel. Doppelkleinstein. Und ein Mediti noch. Schön, und ich kann mich ohne Fußkick nicht wirklich wehren gegen die Teile. Bitte Pikachu, mach was Sinnvolles. Pikachu, du bist ein... Das letzte Scheißviech. Start. Ja, ich will auf das Ding gehen. Nein, nicht auf das. Wie, das hat was gebracht. Okay, die speichert gerade von Geduld her. Bitte nicht, Pikachu, bitte mach dich nicht unglücklich. Danke, es war tot. Alter, wer hätte das jetzt mit 50er Angriff gemacht? Jetzt sind schon wieder so viele Gegner. Wir müssen uns noch bis Ebenen. Wir müssen noch eine Ebene schaffen, dann kommt der Boss. Problem ist. Ich habe trotzdem keine AP. Auf Fußkick. Die einzige Attacke, die ich habe. Verdammt. So, weiter. Ja, ich habe überhaupt gar nicht die Tipps vorgelesen von den Pokémon hier. Naja, das ist auch nicht so wichtig. So schlau sind die Tipps eh nicht. Vielleicht füge ich sie mal nach, denn wir kriegen ja auch Missionen dann im Stahlberg, wenn wir es denn schaffen. Wir haben ziemlich wenig Orbs gefunden, wo doch die Beschreibung des Dungeons anmerken ließ, dass es doch hier viele Orbs geben soll. Das werden wir schon wieder geambusht hier. Ambush. Pam. Ja, Pikachu, ich glaube... Och, noch eins. Du schaffst das dort vorne. Gegen das eine Tanhill. Pam. Ach du Scheiße, noch eins. Ah, wie machen wir das jetzt am besten? Machen sie einfach wie immer. Geobock-Bock. Bis uns die ausgehen, dann sind wir wieder angearscht. Pikachu, mach einfach mit. Ein Pinsir ist mit der stärkste normale Gegner hier in dem Dungeon. Oh, auch den kriegen wir. So, jetzt als nächstes kommt die letzte Ebene. Und ich will eigentlich nicht verlieren bei dem Boss, deswegen... Items... benutzen einfach das Top-Elixier. Wenn wir es jetzt benutzen, hätte ich es auch eher schon benutzen können. Wir hätten noch mehr Wert rausgekriegt. Aber das ist mir jetzt egal. So, wir haben unsere AP aufgefüllt. Wir sind bereit für diesen Boss. Sieh mal, da drüben ist Dicta. Ja, dort. Hey, geht es dir gut? Wir sind hier, um dich zu retten. Ich habe Angst. Und da ist der Boss. Hey, ihr da. Was glaubt ihr, was ihr da tut? Wir sind hier, um Dicta zu retten. Panzer Aeron, hör auf, lass Dicta gehen. Wie könnt ihr es wagen? Es ist alles ihre Schuld. Seit Tagen mache ich kein Auge zu. Wegen dieser schrecklichen Erdbeben. Jede Nacht rumort die Erde. Und das kommt alles nur, weil diese Rabauken wie die Wahnsinnigen unter der Erde rumturnen. Hey, das stimmt nicht.
Klar, das gab es einige Erdbeben, aber dazu gehört mehr als Diktas Familie, die unter der Erde herumrumort. Das löst kein Erdbeben aus. Sei still! Wenn ihr nicht Ruhe gebt, dann kämpfen wir eben. Es ist zwecklos. Panzeron ist zu aufgebracht, er hört uns nicht zu. Wir müssen wohl kämpfen. Sowas sagt man schlauer Greit. Denk an die Typen. Panzer ist mein Flug- und Stahltyp, deswegen mit Feuer- und Elektroattacken am besten. Sie richten bei Panzer Aeron anderthalbfachen Schaden. Vergiss Boden- und Giftattacken lieber gleich, dass sie gegen diesen Typ sehr ineffektiv sind. Okay, also keine Boden- und Giftattacken. Ich find's ja so sehr geil, wie es das Lösungsbuch denkt, dass es selbstverständlich ist, dass man Elektro-Feuerattacken hat. Was ist denn, wenn ich jetzt eine Kombination aus Wasserpflanze genommen habe? Ist nicht dumm, weil die überschneiden, ist dumm, weil die überschneiden sich relativ viel, ist gar nicht so klug. Aber das Einzige, was Elektroattacken hat, ist Pikachu von den Startern. Wir können noch nichts anderes haben als die beiden Starter. Und dann, na okay, ich kann es mir schon vorstellen, dass Leute das so lange manipulieren, bis sie irgendwie Glumanda haben oder ich hätte Georockbrock werfen sollen. Das war schon wieder psychologische Kriegsführung am Arsch. Ach, komm Pikachu, bitte benutze Attacken. Sandwirbel. Pam. Das war's? Ich hab das viel schwerer in Erinnerung. Hä? Ohne Scheiß, ich bin schon bei dem Boss verreckt. Ja, vielleicht war es die Kombination Wasserpflanze, ne? Vielleicht war ich auch nicht so hoch gelevelt wie jetzt. So 10 und 12, ne? Schaff es nicht. Ich werde mich lieber erstmal zurückziehen. Ja. Hey, hallo, du da. Wir haben Panzerion verscheucht. Ist alles wieder in Ordnung. Du kannst herunterkommen. Ich kann nicht, hab Angst. Kein Problem. Wir kommen und holen dich. Einen Moment. Oh. Oh, sieh dir diesen Abgrund an. Der Boden ist nicht erkennbar. Tobi, was machen wir denn jetzt? Wir können den Abgrund nicht überwinden. Bzz, bzz, bzz. Oh, hallo, ihr seid die Magnetilo, die wir gerettet haben. Wie kommt die hier hoch? Wir haben hiervon erfahren. Wir retten Dick da aus der Luft. Bzz, bzz, bzz. Ja. Halt dich an uns fest. Bzz, bzz. Keine Angst, wir werden dich nicht versehentlich elektrisieren. Bzz, bzz. Ja, da bin ich aber glücklich. Oh, ich hatte solche Angst. Vielleicht, weil es dort so weit oben war. Meine Füße fühlen sich immer noch an, als würden sie auf Luft laufen. Füße? Genau. Er hat Füße, meine ich. Bist du in Sicherheit und das ist es, was zählt. Ja, vielen Dank. Oh, du bist gerettet. Hurra, hurra. Ja, das kann nur Diktri sein, ne? Deswegen habe ich schon die Diktri-Voice genommen. Ja, jetzt habe ich schon vorweggenommen und keine Sau weiß es. Huch, was war das denn? Soll ich etwas stimmen? Ups, ihr könnt mich nicht sehen. Unhöflich von mir. Hallo, gestatten Diktri. Oh, Papa. Nikta, ich habe mir Sorgen gemacht. Geht es dir gut? Ja, ich hatte Angst, aber es ist alles gut. Und alles dank Tobi und diesem Team. Vielen Dank für alles, ihr seid Helden. Nein, danke für unseren Freunden, Magnetilo. Dann hätten wir das niemals geschafft. Oh, wie unhöflich von mir. Vielen Dank. Nein, nein. Das hätten wir denn tun sollen. Und da unsere entwickelten Formen beide aus dreien bestehen, fühle ich mich mit euch verbunden. Pokémon müssen sich schließlich gegenseitig helfen. Ich bin beeindruckt. Nochmals. Ich bin beeindruckt. Nochmals. Jetzt habe ich schon wieder die dicke Stimme vergessen. Ich muss jetzt gehen, Tobi. Pikachu. Vielen Dank. Lebt wohl. Make-on. Hey, 500. Und ein Pilsifschar und ein Ginseng. Wir werden auch gehen. Oh, wartet, lauf nicht weg. Was gibt es? Möchtet ihr unserem Team beitreten? Team beitreten? Genau. Ohne euch hätten wir unseren letzten Job nicht erfolgreich abschließen können, Magnetilo. Ich denke, dass wir in Zukunft Hilfe bestimmt gut gebrauchen können. Also nicht auch? Wir brauchen keine Hilfe. Ja, okay, dann kommen wir mehr. Das ist so besser, auch wenn Magnetilo keine gute Synergie mit unserem Team hat. Ne? Wir haben schon Pikachu als Elektro. Ne? Wir nehmen den einfach nicht mit. Ja. Und was sagt ihr? Tretet ihr unserem Retterteam bei? Retterteam, das klingt gut. Bzz, 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 bzz. Aber wenn ihr uns für eine Rettungsmission bringt, müsst ihr in der Nähe leben, um schnell verfügbar zu sein. Ist in der Nähe ein passendes Areal für uns? Naja. Oh, also nicht.
Zu schade. Leider können wir euch nicht begleiten. Bis dann. Das ist wirklich schade. Ich glaube, wir müssen noch Orte finden, an denen Pokémon leben können, wenn wir jetzt hier einen Partner haben wollen. Ich habe eine Idee. Lass uns morgen zum Pokémon-Platz gehen. Dort gibt es einen interessanten, der sich Knuddeluff-Club nennt. Das wir letzten Mal, Platzmann war ja geschlossen, aber morgen sollte er eigentlich geöffnet sein. Er befindet sich gleich neben der Snowbillica-Bank. Knuddeluff ist eigentlich ein Teil dort. Dort kann man uns bestimmt weiterhelfen. Das machen wir morgen sofort. Wir gehen zum Pokémon-Platz. Ja, fein. Speichern? Ja, gerne. Aber jetzt wieder so einen geilen Traum oder was? Speichern erfolgreich. Sieht so aus, ja. Noch eine Traumsequenz für uns. Schon wieder? Wieder ein Traum. Oh, was ist das denn? Welches Pokémon könnte das sein? Ist mal welches besser? Ein Mensch? Eine Rolle? Meine Mühe für mich mehr. Ich kann nicht erschwinden. Oh, mysteriöse Schatten. Oh. Ein Pokémon, was wir nicht kennen. Ich kenn's zwar, aber ihr nicht. Ja. Gut, wir speichern nochmal ab, dass wir den Traum gesehen haben. Und dann war's das erstmal für diese Aufnahme. Wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder, wenn wir zum Knuddeluff Club gehen. So, bis dann.